Und damit herzlich willkommen in Part 3 von Rollercoaster Tycoon 3, Tycoon 1, Dynamite Tunes. Ja, wünsche euch viel Spaß, als üblich halt. Wir haben jetzt das gebaut und dann, boah, mal gucke. Mal Keke, was kam jetzt als nächstes raus? Immer ein Kind zu reit. Ja. Leute haben Essen, die haben eigentlich alles, was sie brauchen. Aber wir gucken mal weiter, ne? Dem. Wir können jetzt mal die Werbung weitermachen. Rollercoaster 1. Fertig. Jetzt muss ich mal Mining. So. Und deshalb. Okay. Ich mach's dann jetzt mal eben einen Cut und hol mir eben was zu trinken. Bis gleich. Und damit bin ich wieder dabei. Ich muss noch eben auf Play drücken. So, ja, trinken haben wir. Billig-Cola von... Diesmal ist es... Moment, steht da was drauf? Barut. Müsste aber eigentlich... Weil der Fluss drauf steht, vom Aldi sein. Ja, die komische Billig-River-Cola. Ne, der Aldi ist Topstar. Auch egal, auf jeden Fall Billig-Cola. Ja. So. Ja. Jetzt sind wir im Juni. Und mal gucken, was wir jetzt bauen werden. Ist leer. Heißt, Dynamite Blaster ist really good. Ist trotzdem zu dürr für die Leute. Also wieder auf 3 Euro. Jetzt bin ich nicht mehr in der Werbung. Was kostet das Ding? Machen wir 2 Euro runter. So, runter. 2 Euro geht einer. Nur zu wenig, nochmal 1,50. Entschuldigung. Na, ja, wird schon passen. Das Ding steht auf. Auf 1 Euro. Ja. Ja, Warteschlangen wie die hier in der Achterbahn werden schon benötigt in der Länge manchmal. Oder hier sieht man es auch. Beliebte Sachen, da sind die Sachen schnell voll. 80 Cent. Das ist einfach nicht zu langweilig. I want to go something more interesting. Okay. So, dann mal da. Ja. Wir haben Juni, Jahr 1. Können wir jetzt bauen. Ach, eine Wasserbahn. Wasserbahn, wir bauen auch eine Wasserbahn. Schalala, Wasserbahn. Nur wo kommt der Eingang hin? Eingang hin. Hier sieht der doch gut aus. Kopf. Tra-l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 a-
Schalalalala. Bam 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 da 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 ich hab die jetzt gerade nicht gesehen, die Kurve. Warum? Ja, so. Das geht nicht. Aber das. Dann setzen wir die so. Gehen wir nochmal runter. Ziehen jetzt eine Kurve nach rechts. Egal. So. Los, würde ich mal sagen. Ist doch alles scheiße geplant. Kann man das denn jetzt am besten machen? Entschuldigung. Also, so, mal ein Auslauf, hier geht's nochmal hoch. So ist wieder ein bisschen lang, ne? So, passt natürlich auch nicht. Passt nicht. Das passt auch. Egal. So. Jetzt Kurve nach links. Runter das Ganze. Anderen Worten, fahren jetzt erstmal flach. So, hier geht's hoch. Kommt die Kurve. Geht hier nochmal. Links. Runter. Ich bin ganz hoch. Wenn wir jetzt hier rechtzeitig runterkommen.
Wie kommen wir jetzt hier raus? Ja, wie soll man das machen? Trick 17. Man hat ja noch Trick 17 bestimmt irgendwie auf Lager. Ticken länger als vorher. Wenn auch nur minimal, aber es ist länger. So. Wasserbahn steht endlich und damit gucken wir mal, wie es jetzt wird. Wie viel Boote haben wir denn? Machen wir erstmal den Ausgang, der kommt da. Und dann eine blaue Bartschlange. Bam 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 La 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 la. Komm, wo kommt das Ding so? Musik? Ist uns so lang.
Und du bekommst auch noch Musik. So, haben wir ein bisschen Musik. Wirkt halt nicht ganz so trocken, ne? Mal gucken, wie lange so eine Fahrt dauert. Nicht, dass das zu lang ist. Ach, das wird schon passen. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir den Part und sehen uns im nächsten wieder. Dann werden wir mal die Wasserbahn mal ein bisschen gestalten, ne? Und damit tschüss.